Und los geht's. Ruinen von Azabrak. Mal sehen, wie wir diesen Schrein übernehmen können oder säubern. Wir bitten euch, etwas zu tun, was ihr noch nie getan habt. Bist du sicher? Denn ich habe viel getan und ich meine viel. Es geht um diesen alten Tempel, den wir entdeckt haben, der einen magischen Schrein bewahrt. Natürlich. Wenn die Legenden stimmen, ist dieser Schrein die einzige Hoffnung für Ankaria. Mein magischer Schrein soll angeblich Schnee bringen. Natürlich schneit es bei uns im Norden immer. Tja, nun, während wir mit Zanes Armee beschäftigt waren, kann sich das Herz von Ankaria kaum noch am Leben halten. Und wenn das Herz stirbt? Dann stirbt Ankaria. Aber wenn wir die Energie des Schreins irgendwie aktivieren können, sollte sie das Herz wiederbeleben. Ein Versuch wert. Was für eine Welt. Seid ihr also in dem Lager, wo wir die Ruinen fanden? Ist. Fahrt einfach die Brücke aus und lasst uns diesen Schrein finden. Tut mir leid. Ich arbeite nur in dunklen, unergründlichen Umgebungen. Das steht so in meinem Vertrag. Tja, jetzt nicht mehr. Alte Holzkonstruktion, ob da jemals dann... Die Brücke schützt das Lager vor wilden Tieren. Bleibt also wachsam. Eine alte Kultur beheimatet war. Und hier endet unser friedvolles Zwischenspiel. Ah. Frösche. Lass mich raten, das waren früher die Einheimischen. Das ist leider verbockt. Ich kann's mir nicht ansehen. Nein, verbockt. Verbockt. Alter. Sprachfehlerturm von Wind. Die sehen nicht wie wilde Tiere aus. Ich weiß nicht, was wir hier vor uns haben. Ich will nach Hause. Die Ruinen. Genau nach Plan. Hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Haltet nur die Augen offen wegen der Fallen, okay? Lasst uns gehen. Roger that. Oh. Gut, das war jetzt nicht allzu knifflig. Meine Mutter hat mir vor dem Einschlafen immer Geschichten über diese Ruinen erzählt. Und dann habe ich von Schätzen geträumt, die hinter den Mauern versteckt sind. Wie jeder anständige Erforscher. Schon fertig. Aufgepasst! Das Rad hat eine Säule angehoben. Macht das nochmal. Und erneut. Das Rad ist dreht sich. Seht ihr? Die Säulen bilden einen Weg. Ihr habt es bald geschafft. Ich kann's mir nicht ansehen. Und ich bin gefangen. Noch einmal. Netzling. Dreht das Rad. Dann können wir tiefer in die Ruinen hinein. Ja, ich hab auch gerade so gefallen daran, dass ich nicht messe. Yes! Dann nehme ich ein Level ab. Der Weg ist frei. Geht einfach weiter und lasst uns sehen, was dort ist. Ach, und rettet das Herz von Ankaria. Wir können auch nach Schätzen Ausschau halten, wenn du möchtest. Keine Einwände dagegen. Yep, definitiv keine Einwände. Nach rechts. Dann. Oh. Wir
interessante Konstruktion. Der Tempelgarten. Das ist die Stelle, wo meine Mutter immer die irre Pflanze gespielt und versucht hat, mich zu fressen. Tja, ist jetzt irgendwie nicht so lustig. Ach, es war schon immer ein kleiner Traum von mir, Pflanzenfutter zu sein. Schlüsselteile. Der Alte bricht den Schlüssel in Stücke-Trick, aber ihr seid genauso schlau, um herauszufinden, wie das hier hinkommt. Einer fehlt noch, eine geht noch rein. Ich wusste, dass ihr würdig genug seid, den Ausweg aus dem Garten zu finden. Krass, heißt ihr würdig. Alter, die Kugeln sind geil. So welche hätte ich auch gern. Ich lieb sowas. Sieht einfach nur stylisch aus. Dieses Monster sieht ziemlich tough aus. Wir sollten uns zurückziehen und unsere Strategie überdenken. Ja. Sollst du vielleicht überhaupt noch eine Strategie haben? Meine Strategie heißt nämlich einfach nur draufhauen. Genauso. Und adieu, amigo. Das reicht mir schon. Jetzt gehen wir mal nach links runter. Jetzt gehen wir hier mal rechts. Ei, Karma. Sie mindern, kommen Stacheln. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es hier früher ausgesehen hat? Und, nein. Wir müssen uns auf die Rettung des Herzens konzentrieren. Oh, mein Kopf fängt an weh zu tun. Ich spüre, dass mit der Decke irgendwas nicht stimmt. Das ist sehr gut. Wenn ich die Spießfallen überlebe, werde ich das sicherlich im Hinterkopf behalten. Ei, Karambe, da sind einige Fallen. Ha, ausgetrickst. Ihr habt es unverletzt hinausgeschafft. Fast. Das Tor! Genau wie meine Mutter es beschrieben hat. Nur jene mit innerer Stärke können es öffnen. Oder jene, die wissen, wie man es auflädt. Also erstmal wieder ein bisschen schnetzeln. Ich kann's mir nicht ansehen. Und fast fertig. Das sollte ausreichen. Yep, Sesam, öffne dich. Sehr gut. Jetzt nur noch ein kleiner Spaziergang durch den Sumpf. Dann solltet ihr den Schrein sehen können. Überall im Garten krabbeln kleine Insekten. Haben sie wirklich gedacht, dass sie nicht gesehen werden? Sehen? Jetzt haben wir ein Problem. Yep. Folgt wow. Meinem Licht. Luftangriffe gehören nicht zur Tempelverteidigung. Das stinkt nach Seen. Der Sumpf ist unerbittlich. Er schluckt alles. Die Lebenden, die Toten, sogar die Helden. Ha. Danke für das Licht. Aber die Leute werden anfangen zu glauben, dass ich dein Liebling bin. Ich tue, was ich kann. Oh, tut mir leid. Das Herz schreit vor Schmerzen. Bitte beeilt euch. Hilfe! Achso, okay, da hätte ich nicht drunter stellen sollen. Das heißt, immer weiter, immer weiter. Und die nächste Feuerwelle abwarten.
ist echt heftig. Feuer brennt, aber kaltes Eisen zerstört. Was sagt er? Ach, die Legion des Staubs. Sie darf euch nicht davon abhalten, den Schrein zu erreichen. Als ob sie mich abhalten könnte. Aber die reagieren durchaus schneller mit dem Regenerieren, wenn man es gestunt hat. Da sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten. Die werden nämlich jetzt deutlich stärker. Schneller und mächtiger K.O.-Streik. Schon, komm schon, komm schon. Ah, okay, jetzt... Ich denke... Ja, das ist der Schrein. Gerade noch rechtzeitig. Los, geht rein! Wenn Kinder an die Mythen glauben, die ihre Mütter ihnen erzählen, dann bezahlt ein armes Dorf den Preis dafür. Es sei denn, sie kehren um. Niemals! Au! Na los, aktiviert den Schrein. Lasst uns sehen, ob wir zur Abwechslung mal Zane zum Schwitzen bringen können. Roger that. Auf zum Bossfight. Die Kinder sind gekommen, um ihre Überraschung abzuholen. Septic, Klärschlamm. Septic hat eine besondere Gabe für Verwüstung. Endlich! Erst bekomme ich sein Lob und dann deinen Kopf! Zane! Das Herz ist... Ich halte es nicht mehr aus. Wenn Septic zwischen euch und dem Schrein steht, dann geht durch ihn hindurch. Ihr werdet mich niemals überwältigen, wenn ich im Dunst eines Gottes stehe. Ziemlich sicher meinst du die Gunst eines Gottes. Und Zane ein Gott? Nicht einmal annähernd. Das ist wohl wahr. Ja. Eher ich noch. Er sieht fast so übel aus, wie ich mich fühle. Verstecke mich! Na komm schon, Septic. Nein, es ist noch nicht vorüber. Ich kann für Zane noch immer einen Sieg ausbringen. Ausbringen? Und down. Lasst uns gehen. Ja, der Schrein ist in Sicherheit. Und jetzt kann ich nur noch die Geister anrufen. Oh, viel, viel besser. Die Geister des Schreins helfen uns. Ich spüre schon, wie das Herz heilt. Stück für Stück. Es ist ein häufiger Fehler im Leben, Träume mit der Realität zu verwechseln. Ancaria wird leiden, um diesen Traum der Rebellion zu erleben. Das ist die Realität. Na, dann schauen wir uns das mal an, inwieweit es leiden muss. Oder ob wir es nicht von seinem Leiden befreien werden. Was ich durchaus als plausiblere Alternative einschätze. Und wir haben jetzt was Neues für unseren Sehenschlund bekommen, und zwar den Radius wird um 40% vergrößert. Respekt. Das wird ja immer geiler. So. Jetzt haben wir wieder zwei kleine Sachen. Und dann geht's bald, wie es aussieht, wenn da nur noch so kleine Dinge kommen, in Richtung dem Ende.